Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. In diesem Video möchte ich es nachholen, euch die allererste Quest und das erste Artefakt zu zeigen. Ich bin in dieser Quest solo unterwegs. Gestern in meinem Livestream wollte ich euch das eigentlich zeigen. Wie ihr alle festgestellt habt, ging gestern gar nichts. Ab 19 Uhr alle Server waren mehr oder weniger down. Nur die wenigsten konnten die Quest spielen. Konnte es euch also in meinem Stream nicht zeigen, das hole ich hiermit nach. Da ich gestern aber so Bock hatte, noch zu sehen, was in dieser Quest passiert, habe ich es mir nicht nehmen lassen, bei meinem Freund und YouTube-Kollegen The Space Cat Show reinzuschauen. Der hat gegen 21 Uhr rum ein Video der Quest hochgeladen, das habe ich mir natürlich reingezogen. Grüße gehen an der Stelle raus. Wer den nicht kennt, das werden die wenigsten, gehe ich mal davon aus. Der ist auch Apex-YouTuber. Schaut da rein, verlinke ich euch. Lohnt sich. Und er fängt jetzt noch ein neues Spiel nebenbei an. Ich glaube Valorant oder The Valorant ist ein Shooter auf dem PC. Da hat er heute sein erstes Tipps- und Tricks-Video rausgehauen. Wer da Bock hat, schaltet da ein. Jetzt kommen wir zu der allerersten Quest. Ich zeige euch erstmal, wie das alles abläuft. Wie gesagt, ich bin solo unterwegs und danach zeige ich mich nochmal mit einem kurzen Fazit, was ich von der Quest halte und bin natürlich auch auf eure Meinung gespannt und vorab wie immer schon mal einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Viel Spaß bei der Quest. Ich glaube, ich nehme den Pathfinder. P20 Mosambik, interessant. Boah, dass der nicht mal automatisch erkennt, dass man solo startet, ist ja auch traurig. Naja, nehmen wir mal so hin. Das erste Teil. Hammerpunkt ist natürlich optimal. Kriegt man ordentlich Stuff. So. Oh, das knallt ordentlich rein. Ups. Nachladen. Kommen wir gar nicht dazu. Bock auf jeden Fall. Ich
Ups. Oh, ich bin ja schon drin. Das war jetzt aber einfacher, als ich dachte. Okay. Das ist ja schon fast enttäuschend solo. Also ich hätte mir das schwerer als solo vorgestellt. Kommen wir nun zu meinem kurzen Fazit. Und ich denke, ich spreche für die meisten. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Na klar, es ist die allererste Quest, keine Frage. Und deswegen hoffe ich, dass wir nicht enttäuscht werden in den Folgequests. Ich wünsche mir auf jeden Fall einen höheren Schwierigkeitsgrad. Ich wünsche mir, dass die Quest länger geht als nur 3, 4, 5 Minuten. Was noch? Ja, bei The Space Cat Show habe ich ja reingesehen, die waren zu dritt unterwegs. Da sind natürlich mehr Proler unterwegs. Solo war klar, dass es weniger Proler werden, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Schwierigkeit gewünscht. Wäre vielleicht geil, wenn man einen Schwierigkeitsgrad einstellen könnte. Leicht, mittel, hart. Das wäre vielleicht noch ein Element. Natürlich steckt die Quest und die ganze Geschichte auch für die zukünftigen Seasons jetzt noch in den Kinderschuhen. Ich gehe fest davon aus, dass wir in den Folgeseasons mehr Quest und mehr Story bekommen werden, wo das alles ein bisschen ausgebaut wird. Das wünsche ich mir jedenfalls. Nächste Woche Dienstag kommt die nächste Quest um 19 Uhr. Da hoffen wir natürlich, dass die Server nicht wieder abkacken und da werden wir auf jeden Fall Quest 1 und 2 mal vergleichen können, A, was den Schwierigkeitsgrad betrifft und was die Länge der Quest betrifft. Und dann sind wir schlauer, denn ein Element habe ich noch fest im Kopf, zumindest was Respawn angepriesen hat. Testet euch durch verschiedene Legendenkombinationen, um euch den Weg durch die Quest zu meistern. So grob übersetzt habe ich es noch im Kopf. Deswegen hatte ich mir oder habe ich mir Elemente gewünscht, die vielleicht noch kommen werden, dass man vielleicht gerade im Trio gewisse Legendenkombinationen braucht, um überhaupt eine Quest bis zum Finale meistern zu können. Das ist zumindest so mein Wunsch, dass es knifflig wird und man sich die Zähne ausbeißt. Das war es soweit von meiner Meinung. Jetzt bin ich auf eure gespannt. Wünsche euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Lasst wie immer dem Video einen Daumen nach oben da. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.